Hallo zusammen, es gibt sie noch, die aussätzigen Zauberer. Und heute mit dem Daslo. Und dem Eri. Ja, wir leben noch und da Datenschutz so gefragt ist, haben wir uns gedacht, wir können auch anders. Genau, wir sind ja aussätzige Zauberer, wir können ja mal über Zaubern reden. Und über Aussatz und über Dinge, und Aussatz, die man auf den Kopf kriegen muss und vielleicht... Hört ihr trotzdem zu und lest dann trotzdem nach auf unserer Seite https://auszauberer.de. Ich habe gelernt, das soll man immer sagen, aber ich finde es auch irgendwie komisch. Cool. Und vielleicht hören die das trotzdem. Wo immer auch ihr das hört, ihr könnt da auch die Shownotes angucken. Da geben wir uns immer sehr viel Mühe und wir leben noch. Wir haben nur sehr viel zu arbeiten, trotz der Umstände, Pandemie und irgendwie ist das Thema trotzdem gefragt, darum leben wir heute nicht drüber. Was machst du sonst noch, wenn du nicht Datenschutz machst? Ja. In den 3 Minuten, die übrig bleiben. Ja, das ist echt ein Problem. Also Problem ist wirklich, was ich aussätzigen Zauberer sind ja alte Männer und wir werden ja auch nicht jünger. Also wir werden ja auch immer älter. Mit dem Alter erkennt man immer mehr, dass die wichtigste Ressource oder die Ressource, die man nur schwer kontrollieren kann, nur schwer in den Griff kriegt, letztendlich Zeit ist. Also Zeit ist echt ein Problem, weil interessante Sachen gibt es zuhauf und da springen alle möglichen Dinge über die Bildschirme und über die Ticker und Podcasts und was man sich so alles reinziehen kann. Ja, Dinge, die ich in letzter Zeit relativ viel gemacht habe, ist so Retro-Computing. Also zum einen habe ich einfach dadurch, dass ich einen Keller mal aufgeräumt habe, mal ein paar Kisten hin und her geschoben habe, mal geguckt habe, ein paar alte Geräte gefunden, die ich mir mal aufgehoben habe, schön trocken gelagert. Und die habe ich mir dann nach und nach dann hier wieder aufgebaut, in Gang gesetzt. Und dann geht das natürlich los mit den sind ein paar Geräte dabei, die sind wirklich schon sehr, sehr alt. So als Beispiel, ich habe noch eine alte Next Color Station im Schrank gehabt, in der Kiste gut eingelagert, die auch einwandfrei läuft, die dann jetzt mal so ein bisschen Update gebraucht hat, nämlich das Übliche mal die Elkos nachgucken. Falls da welche dabei sind, die unter Umständen undicht werden und ein bisschen Säure ablassen auf die Platinen, das kommt dann nicht so gut. Da mal so drüber gegangen, den einen oder anderen ausgetauscht und dann halt so das Übliche, ne? Batterien, Akkus, die da drauf sind, für also so Stützakkus für die Zeit. Wird das ja sehr, sehr häufig gemacht oder auch Konfigurationen, die gespeichert werden, wenn das Gerät ausgeschaltet ist. Und die haben halt nach 10, 20 Jahren halt auch so das Bedürfnis, sich irgendwie auflösen zu wollen. Und dann musst du ein bisschen rumlöten. Und in dem Zuge fängst du dann an, dir im Netz der Netze nachzugucken, was gibt's denn dafür noch und wie kann man das Ding noch aufrüsten und was geht denn da alles noch so rein. Und das hat dann bei mir so dazu geführt, dass ich den ein oder anderen älteren Computer, also den Next Color Station war dann einer, dann einen alten Archimedes, diese RISC PC 600, ist auch ein schöner Rechner, wurde dann rausgeschraubt, wieder gangbar gemacht, alles schön ausgetauscht und dann wurde aufgerüstet. Und aufrüsten heißt halt, alle die Dinge, von denen du früher geträumt hast in den 90ern, die du dir nicht leisten konntest, weil die damals praktisch unerreichbar waren, weil dann erstens deine Möglichkeiten nicht da waren und zum anderen das auch noch wesentlich teurer war, wie heute gebraucht in irgendwelchen Märkten, elektronischen Märkten gebraucht halt einfach einzuholen, zu kaufen. Das gab's ja so früher nicht, da musstest du halt neu kaufen und die Dinge waren halt in der Regel die Erweiterung sehr, sehr teuer und das kannst du dir heute halt alles irgendwie leisten und dann fängst du an aufzurüsten und dann machst du die Dinge immer schöner und schneller und findest es auch ganz toll, aber die werden halt, ich sage jetzt mal, bei dem ein oder anderen Thema halt irgendwie begrenzt schön, besser, aber so wie heute ist es halt trotzdem noch lange nicht. Also so, nehmen wir mal Beispiel, Bildschirmauflösung maximal von 800 mal 600 Bildpunkten. Ja,
Das ist wenig. Das ist wenig. Ja, so. Oder, oh, endlich mal eine Netzwerkkarte für so einen RISC-PC zum Beispiel. Habe ich mir dann eine Netzwerkkarte besorgt. Musste ich mir sogar dann zweimal besorgen, weil der eine nicht so funktioniert hat, wie ich mir das gewünscht habe. Kann die schon 10 Mbit oder nur 1 Mbit? Nee, die kann sogar schon 100 Mbit. Oh. Aber das Problem ist, da gibt es halt keine Software, wie du es so kennst oder wie man so heute kennt. Stimmt, ne? Ja. Mal so denkst du, ach, da surfst du halt mit dem mal im Internet. Ja, nee. Scheiße, die Browser, die es da gibt, die sehen halt aus wie Hund, weißt du, so, da kriegst du halt nichts auf dem Bildschirm. Das ist dann schon, man kann da schon einiges machen, aber es ist halt weit weg von dem, was man heute so gewohnt ist. Und bei dem einen oder anderen Gerät, ja, was soll ich sagen, holt dich dann halt doch die Wahrheit irgendwann wieder ein. Und dann sagst du, ja, das ist schön, das ist auch mal Retro und das macht auch mal Spaß, aber so irgendwie so richtig benutzen kannst du es dann vielleicht doch nicht wirklich. Und dann bleiben von den vielen tollen Geräten, die ich so im Keller habe, dann doch nicht so viele übrig. Also was noch läuft, ist eine alte Ultraspark, die ColorStation von Next habe ich noch am Laufen. Und Amiga bin ich ein bisschen noch dran. Welcher? Also. Welche? Welche, wollte ich gerade sagen. Also ich habe zwei unterschiedlich aufgerüstete 600er, einen 1200er auch aufgerüstet, so mit, aber jetzt nicht ultra aufgerüstet, sondern so bis, ich glaube, was habe ich jetzt, 40 Megahertz, 68030 habe ich jetzt drin mit ein bisschen RAM. Da bin ich gerade am RAM suchen, dass das noch ein bisschen mehr RAM wird und Bildschirmausgabe ein bisschen verbessert. Mehr habe ich bei dem nicht gemacht. Und dann habe ich einen 500er, bei dem bin ich gerade dran, so ziemlich das Maximum rauszuholen, was man mit einem 500er heute noch rausholen kann. Das, sag jetzt mal, das bedeutet grafikmäßig, naja, du endest dann so bei 1024x768 mit 4 Farben. Ja. Und sag jetzt mal, geschwindigkeitsmäßig bei dem jetzt, mit dem, was jetzt aktuell zu kriegen ist, bist du dann halt auch bei so einem 68030, 40 Megahertz. Ja. Aber, und das ist der Punkt, du gibst halt für den Kram insgesamt dann irgendwie so, also ich sag jetzt mal mit allem drum dran, ohne jetzt mal deine Zeit zu rechnen, bist ein Tausender los. Ja. Und für ein Tausender kannst du halt heutzutage echt geile Kisten kaufen. Da könntest du ja sogar schon Apple kriegen, ja. Mit einem M1. Und da bist du dann schon ein bisschen irgendwie ja, gegen Kopf kloppen, wo du dann denkst, naja gut, vor allem wenn du dann nicht nur eine Kiste da stehen hast, sondern zwei, drei, weißt du, wo du dann sagst, okay, jetzt könntest du ja vielleicht mal einen loswerden. Also ich versuche zum Beispiel diesen RISC-PC schon seit gut 4 Wochen jetzt mal loszuwerden. Den Archimedes, der ist maximal aufgerüstet. Da geht nichts mehr. Da ist schon schön mit Surfen und da kannst du auch einiges mitmachen, aber es ist jetzt Archimedes war halt, ja, muss man sich mal angucken. Ich finde das schon auch ein geiles Gerät, aber ich bin halt eher dann doch so ein Amiga-Fanboy. Und also habe ich mal reingesetzt, kriegst du nicht los. Also das, was du dafür verlangen müsstest, damit du alles das bezahlt bekommst, einigermaßen bezahlt bekommst, was du da reingesteckt hast, kriegst du den nicht los, das gibt keiner aus. Ja, und dann gehst du halt immer weiter runter und irgendwann bist du froh, wenn du so noch loskriegst für, sagen wir mal, 500-600 Euro, aber hast eigentlich mindestens das Dreifache ausgegeben, ja, und das ist halt dann kein Spaß mehr. Also doch, dann musst du wieder aufmachen. Dann kommst du dann wieder genau in diese Bredouille mit deiner Ehefrau, ja, so, ja, ich werde halt nicht los, das ist echt zu schade und dann entweder einen Raum, wo du alles aufbauen kannst, den habe ich zurzeit leider nicht. Oder dann doch wieder Lager, ja, eben, Garage. Kiste, genau, Garage habe ich, Kiste trocken einlagern und irgendwann dann hoffen, dass du mal einen Raum hast, wo du die alle hinstellen kannst. Nee, aber das ist halt genauso das Problem wie mit vielen anderen Hobbys halt auch. Ne? Es gibt halt viele Sachen, da gibst du dann so nach und nach doch ganz schön Geld aus. Und verkleinern ist immer irgendwie schwierig. Also mit meiner Comic-Sammlung ist es ähnlich. Da habe ich dann nach und nach so ein paar Sachen, wo du sagst, naja, das ist nicht mehr ganz die Richtung, die du magst. Willst du da mal loswerden? Da kriegst du nichts für. Also da hast du super schöne Sammlungen, aber kannst dann irgendwie froh sein, wenn du noch das Papiergeld kriegst, sage ich mal. Vor allem, wenn du den Aufwand dann auch noch rechnest. Ne? Die musst du verpacken, musst verschicken, musst du Leute überzeugen. Also, wie es alten Zauberern oft geht, dann sammelst du dann halt doch, ne?
Also du hast mich gerade zum Nachdenken gebracht. Ich habe jetzt mein Hirn zermattert, wie das Zeug hieß. Und zwar, es gab ja parallel zu HTML dann noch Gopher. Gopher, ja. Da habe ich mich gerade fast nicht mehr dran erinnert. Das heißt, ja, wie erklärt man das jemand, der das nicht verwendet hat? Das heißt, es gibt nicht nur HTTP. HTTP ist quasi das Hypertext Transfer Protocol, das was quasi, ich würde mal sagen, das Internet zum WWW gemacht hat, dass man Links setzen kann, dass man quasi sehr einfach ja, vor allem, die Sprache auszeichnet. Ja, also vor allem im Prinzip auch designen kannst. Ne? Du kannst halt einfach schon von vornherein, das ging am Anfang halt nur mit Text, aber kam alles dann nach und nach dazu mit Grafik und so weiter. Und du konntest halt wirklich sowas wie einfaches Desktop-Publishing im Prinzip auf so einer Bildschirmebene machen. Ja, so. Und das hat halt jeden fasziniert. Deswegen hat sich das letztendlich meiner Meinung nach auch durchgesetzt. So der ganze andere Kram, den es da bis dahin gab, das war halt auch funktional ähnlich. Ja, du konntest dich auch austauschen. Du konntest auch schon sowas wie Links verwenden und miteinander verknüpfen und so. Aber das war dann alles so sehr, sehr stark terminallastig und schon was für Freaks und so und eben nicht so clicky-mausy und in die Richtung halt, ne? Und Gopher war halt quasi, also es ging Text, aber die Formatierung war nicht da, ne? Es ging Links und Grafik ging auch, aber war halt ein bisschen schlechter, aber spannend. Ich habe jetzt gerade mal kurz hier die allwissende Müllhalde angeworfen, weil der Firefox, der hat das Protokoll noch unterstützt bis Nummer 4. Also das konnten dann die Browser parallel noch, weil das war ja eine eigene Welt. Das war ja eben nicht www, weil das Spannende war, da war ja, die Links fingen ja dann immer auch mit www an, ne? World Wide Web, um quasi dieses zu haben. Das ist ja eigentlich erst nach 2000 irgendwann mal weggefallen. Also so lange ist das noch nicht weg. Ne? Es gibt ja immer noch Server, die dieses www mit ausspucken. Dieses Verlangen, ja. Und es gibt auch, genau, es gibt auch immer noch Webseiten, die ohne www die nicht funktionieren. Nicht und die Browser, ergänzen die das heute noch? Ich weiß es gar nicht. Oder fährt man da auch Fehler? Einfach auf die Art, wenn du Pech hast, kommst du dann wirklich nicht drauf. Mit www kommst du nicht, also ohne www kommst du dann wirklich nicht auf die Seite. Ne? Ja, weil da gibt es quasi keine Nebenauflösung. Ja. Ja, Punkt. Also das war ja damals auch so das Ding, ne, mit dem World Wide Web. Das kann man ja gar nicht hoch genug anerkennen, ja. Dieses ganze Miteinander verknüpfen, vor allem über deine Einflusssphäre hinaus miteinander zu verknüpfen. Das ging mit den ganzen anderen Methodiken, die es da so gab, nicht. Das konntest du immer nur mit deinem eigenen Kram irgendwelche Tricks anwenden, wie kommst du von A nach B und wie kannst du das miteinander so hinbiegen, dass das praktisch so mehr oder weniger in zusammenhängt, ja. Und das konntest du mit HTML und mit dem World Wide Web dann letztendlich auch im Prinzip dadurch, dass alle denselben Standard und alle dieselbe Auszeichnungssprache verwendet haben, halt viel eleganter lösen. Das hat schon auch relativ schnell viel Spaß gemacht, ja. Ja, hat am Anfang ja habe ich das mich ging, da geziert. Ich habe mir gedacht, immer dieser neumodische Scheiß hier mit wozu brauchst du Formatierung? Ich habe Koffer noch ziemlich lang verwendet, bis es weg war, glaube ich, irgendwie. Es war schon, ja, okay, und dann halt so Sachen wie Usenet und das ganze Zeug mit Ja, ich wollte gerade sagen, Usenet war gibt's ja immer noch. Das gibt es immer noch, ich nutze das sogar noch. Mhm. Ja, also ich benutze das noch. Und ist auch nach wie vor spannend, aber da auch zu dem ganzen Thema so alte Sachen und so. Man hat natürlich so eine verklärte Erinnerung an die ganzen Sachen. Früher war alles besser, ist eine Lüge. So das sowieso, das weiß man ja. Aber dieses, meinen ersten alten Amiga wieder aus der Schachtel geholt habe, ja, und dann so aufgebaut und so. Du hast da einfach eine vollkommen andere Erinnerung. Dann machst du das Ding an und denkst dir, Moment mal, die normale Auflösung 640 mal 320 Bildpunkte. Ja.
Hallo? Da hast du einen Mauszeiger, der ist so groß wie, weiß ich nicht, das ist so wie, als wenn du mit einem Tapezierpinsel was zeichnen wolltest. Ja, das ist halt unmöglich. Und du hast das ganz anders in Erinnerung. Und so ist das halt mit diesen ganzen Tools von früher halt auch. Ja, ja. Aber es gibt halt trotzdem immer noch ganz nette Geschichten. Also was zum Beispiel meiner Meinung nach so ein bisschen verloren gegangen ist, wo ich dann immer so ein bisschen nachhänge, da nutze ich auch Usenet immer noch, ist tatsächlich so Diskussionsforen, wenn du irgendwie tatsächlich mit irgendwelchen Sachen Probleme hast und da mal irgendwie eine Hilfe brauchst, ja. Also gerade mit diesem Retro-Kram, ja, da schreibst du halt mal rein, was weiß ich, suchst du irgendwie alte Rampausteine. Das sind die alten Leute unterwegs. Ja, das sind die alten Leute unterwegs. Wahrscheinlich auch das nicht. Wahrscheinlich auch das. Aber da suchst du halt mal alte Rampausteine oder so und willst halt nicht irgendwie 40 Euro für 32 MB ausgeben. Ja. Und da findest du Leute, die haben sowas noch im Keller in irgendeiner Schublade liegen. Ja. Also das sowas. Da können die auch noch was haben. Ich hab so ein paar so Sammlungen, ne? So, ich habe die CPUs bis zum Pentium 2. Alle Intel also CPUs. Nicht alle Intel, okay, ich wollte gerade sagen. Und ja, die Klone auch. Ich hab nicht alle, aber ein paar. Ich habe den Cyrix, wie dann diese 586er kauf, den Cyrix, ein AMD, also da habe ich auch einiges. Ich habe mir quasi. Cyrix? Im 486er Cyrix oder war das? Nee, der 586er hieß der doch dann irgendwann. Dieser DX2, DX4 Wahnsinn. Ja, ja, ja. Als sie dann die Geschwindigkeiten gemacht haben und dann die Lizenz. Der war blau. Der wurde doch, glaube ich, IBM hat da irgendwie mitgefertigt. Und ich habe mir dann im Nachgang mal den Pentium 1 60 Megahertz mit. Waren das 60? Ich glaube schon. Den Pentium 1 mit dem Fehler, der hatte doch hier einen Fehler, den Rechenbug drin, ne? Ja, ja, ja. Wo dann Excels irgendwie versaut Software, hat. Ja. Haben sie dann Software. Und den habe ich mir im Nachgang irgendwann auch mal gekauft, weil mir der in der Sammlung gefehlt hat. Ich hatte den nie. Und ich habe aber die auch nicht mit allen Taktfrequenzen. Und ab dem Pentium 2 wird es ja auch dann gruselig mit diesen, da waren das diese großen Steckkarten mit den riesen Kühlkörpern. Ja. Da das war ja auch mehr wie nur der Prozessor. Ja. Aber es ist so und so, wie dir es mit den Pentiums und mit den ganzen Intels ging, weil Intel habe ich ja gehasst, ja. Das ging ja bei mir gar nicht. Das habe ich ja nur gemacht, weil ich es musste. Bei mir war das 68.000er Motorola, alles. Habe ich auch einen rumliegen? Ja, bis zum 60er habe ich so. Und ein Z80 und ein. Z80, genau. Dann die 6502 Sachen hier vom C64 und so. Und was ich mir dann irgendwann noch gegönnt habe, so die ganzen besonderen in Anführungsstrichen, da gab es ja von Motorola diesen. Wie hieß denn der? Das war auch so eine Risk-CPU. Haben sie irgendwie mit IBM was zusammen gemacht? Power-PC? Den Power-PC? Den Vorläufer von Power-PC, glaube ich, ne? Ja, ja. Haben wir jetzt nicht drauf. Da gibt es doch irgendwo eine Landkarte mit der CPU-Vererbung. Also so Dinger fand ich dann faszinierend und dann auch diese RISC-PCs oder RISC-Prozessoren von IBM fand ich ganz interessant. Da gab es ja ganze Rechnerserien. Ne? Also von Motorola hieß hier, glaube ich, mal Stack. Motorola Stack irgendwas, den haben sie mit IBM zusammen gemacht. Den konntest du wirklich, der war so ähnlich wie dieser RISC-PC von Archon aufgebaut. Du hast praktisch so ein, deswegen hieß der, glaube ich, auch Stack. Du hast so ein Grundgerät gehabt und wenn du den erweitern wolltest mit Speicher und auch Power, also mehr Prozessoren und so und mehr Steckkartenmöglichkeiten, hast du einfach eine zweite Ebene gekauft und die hast du einfach oben drauf gebaut. Also hast du hinten so eine Klappe aufgemacht, ne, und so ein Das war doch die 88er-Serie, oder? War das die 88.000er? Weiß ich nicht mehr. Und aber der das dann Ding, quasi der in war, Power-PC der, aufgegangen ist. Die sind dann mit glaube ich, ja. IBM, haben sie da drauf den Power-PC gemacht. Auf einer C-Bit war das noch ein Riesenthema und die Dinger waren unbezahlbar und sahen aber auch, die waren vom Design halt her auch geil. Und so, da bin ich ja immer so ein bisschen derjenige, der gern überredet wird. Weißt du, auch die Next Computer, die waren halt einfach geil. Die waren nicht nur von der Architektur geil, sondern die sahen halt einfach auch heiß und aus. Ich hatte den Cube, den habe ich einem Kumpel wieder zurückverkauft. Der hat mir den verkauft und nach 2 Jahren hatte auf den Knien lag er da und
bettelte, dass er ihn wiederkriegt. Und dann habe ich den ihm wieder zurückgegeben. Oder auch hier diese uralten Sands, ja, oder die Workstation. Wie hießen denn die von O2, also nicht O2 als hier Telefon, sondern die SGI Octen, ja, diese Octan oder Octen, diese Workstations, die gebaut haben, die dann auch so designmäßig einfach was Besonderes dargestellt haben. Sowas hast du halt auf den Schreibtisch gestellt und jeder, der es gesehen hat, wusste, das ist ein geiler Rechner, verstehst du? Nicht diese komischen IBM-grauen Kisten, die haben halt immer scheiße ausgesehen, weißt du so. Ja, was und die noch? Spark, glaube ich, Apple, hatten die auch irgendwie. Spark, ne? Genau. Gab's da auch. Die haben, glaube ich, MIPS gebaut. SGI hat MIPS gehabt. Das war, ist ja auch so ein RISC-PC, also RISC-Architektur. Später wurden die auch noch weitergebaut. Das waren dann so Spezialchips für entweder hier Provider, ja, für Router und so ein Zeugs, oder eben für auch Handys. Ne? Also da ging das dann weiter. Die sind dann alle mehr oder weniger dann nach und nach eingegangen. Sun ist ja dann von Oracle gekauft worden. Dann ging's ganz zum Schluss. Und dann ging es halt bergab. Ja. Die ganzen guten Ideen sind dann ausgeschlachtet worden. Ja, auch die schönen Designs halt einfach. Die hatten halt alle ihre, so wie Apple letztendlich auch, die hatten halt auch geile Kisten. Die sahen halt einfach gut aus. Ja. So. Guck dir den ersten Würfel-Mac an. Ja. Ich meine, das ist. Den haben wir hier rumstehen auch. Also jetzt, wenn ich so gucke, was ich habe. Ich habe so einen als Türstopper. Ich habe in so einer kleinen Firma mal gearbeitet, eine Zeit lang. Und da hatten wir welche rumstehen. Und der Geschäftsführer hatte halt auch einige von den Dingern. Und die haben wir dann tatsächlich da so als Türstopper verwendet. Das heißt, du hast die Bürotür aufgemacht, hast den einfach an die Tür gestellt. Weil war schwer genug. Die Tür ging. Das war dekadent, aber es hatte was. Und das habe ich beibehalten. Also ich habe jetzt hier so einen stehen. Als Türstopper. Hier als Türstopper. Finde ich halt geil. Ja. Hat was. Naja, okay. Ja. Ich muss ja auch hier irgendwie. Also ich habe letztens wieder gesehen, ich habe die Kiste noch. Ich habe einen IBM XT. Ah. In Originalverpackung. Ja. Mit einem Monitor dazu. Mit zwei Diskettenlaufwerken, 5¼ Zoll, je 256 Kilobyte Speicherkapazität. Aber, keine Festplatte. Meine, heute sieht er ja schon auch schon wieder, der ist ja so hässlich, der sieht ja heute der schon wieder. Der ist ja schon wieder Retro, ne? Der ist ja, ja Design. Aber schon und. Aber lass ja von mir eins gesagt sein. Der war früher scheiße. Ja, und das Nette ist, ne, wenn du den Monitor auspackst, ne? Ah, dann kannst du das IBM-Logo lesen, ja, ohne Strom, weil es eingebrannt ist. Den Bildschirmschoner. Das IBM-Logo ist in der Röhre eingebrannt. Hier bei dem ganzen Umräumen hier, ne, von der alten Hardware. Meine Garage aufgemacht, sehe ich hin in der Ecke, was ja auch immer schwierig ist, diese alten Rechner brauchen in der Regel auch alte Peripherie. Ne, so. Ja. Das geht dann schon, ich habe dann mehrere Konverter. Ja, das kriegt man dann irgendwie im Rechner, aber es geht ja von viel, viel profaner los. Ja. Holst so eine Sun raus, du hast eine spezielle Tastatur oder der Next, der hat eine spezielle Tastatur, der ist der Powerschalter auf der Tastatur. Du hast da hinten einen Stecker dran, der sieht zwar busy aus wie PS2, ist aber hat überhaupt gar nichts mit. Also es solltest ist du auch nicht verwechseln. Und hat viele und Pole. Hat ein paar Pinne. Und hat ein paar Pole. Aber selbst wenn du da was anderes reinstecken könntest, das macht es mehr kaputt. Ja. Also die Gefahr ist sehr groß, dass irgendwas in wobei, die Binsen geht. Aber jetzt pass auf, worauf ich raus wollte. Nur ein ganz kurzes Ding. Das Erste, was du immer hast, sind solche Sachen wie Tastatur, Maus, wenn sie denn schon Maus haben, bei den alten Rechnern. In der Regel irgendwas Besonderes, gerade bei diesen außergewöhnlichen Dingern. Und aber auch, und das ist wirklich schwierig, weil diese Konvertierung technisch gibt es viel Zeugs, was scheiße ist auf dem Markt und ist immer sehr komplex, Monitore. Also so einen alten Anschluss, bei Sun
Das sind das Anschlüsse, das ist so ein Spezialanschluss, da werden nochmal RGB einzeln rausgeführt mit so kleinen runden Steckern, das ist alles in einem Stecker drin. Dann kannst du dann irgendwelche Konverter-Stecker besorgen, wo du dann irgendeinen anderen Monitor, aber wenn der nicht die richtige Frequenz kann, hast du halt auch Pech gehabt. So. Also hast du in der Regel auch zu solchen speziellen Geschichten immer mal aufgehoben, habe ich also mindestens 3-4 Sachen rumstehen. Also hier für Next zum Beispiel kriegst du gar nichts anderes dran. Wenn du den nackig hochfahren willst, ohne irgendwas, brauchst du einen Next-Monitor. Ja, wenn du keinen Next-Monitor hast, hast du halt ein Problem. So, und bei der Sun ist das genauso. Und was habe ich also? Große Monitore von diesen alten Rechnern. So, und jetzt hast du so eine Sun Workstation. Das waren ja schon Geräte, mit denen CAT gemacht wurde oder irgendwelche, was weiß ich hier, zum Beispiel das Routing von Chips oder so. Ne? Also das heißt, du hast da schon sehr gute Grafikkarten drin mit sehr, sehr hohen Auflösungen. Das heißt, große Röhrenmonitore. Also nicht Röhrenmonitor, sondern große Röhrenmonitore. Und ich habe dann in der Garage 2 Röhrenmonitore von der Sun stehen. Das sind, ich glaube, 26 oder 27 Zoll Monitore. Oh, was liegt denn da drin? Ich wollte es gerade sagen, den kriegst du alleine in meinem Alter so gut wie gar nicht mehr alleine hoch. Den kannst du nicht hochheben, Alter. das kannst du vergessen. Also ich habe den dann so in der Hand, denk, ah, da mal schnell reingetragen. Vergiss es. Du hebst dir da einen Bruch mit dem Teil. Und dann mal eben auf den Tisch gestellt. Ich habe hier so einen schönen alten, so einen Schulbanktisch, so einen Schultisch von früher. Den habe ich mir hier aus der alten Schule gesichert. Den habe ich hier so als Büro-Schreibtisch stehen. Da stehen so zwei Rechner drauf. Da hatte ich meine Sun daneben stehen. Da wollte ich diesen Monitor mal anschließen, damit ich die überhaupt mal hochfahren kann. Alter, der Tisch, der hat so geächtzt, dass ich Angst hatte, dass er mir zusammenbricht. Also habe ich diesen Monitor auf dem Boden stehen lassen. Ja, weil es ging einfach nicht anders. Ja. Und dann musst du das erstmal irgendwie einrichten, musst du gucken, kriegst du da irgendeinen Konverter ran, dass du dann doch ein LCD dran kriegst und so. Also da hängt so ein Rattenschwanz an Blödsinn hinten dran, ohne Wirklichkeit. Also das macht mal Laune, aber so richtig Spaß macht das nicht wirklich, weißt du so. Ja. Also sowas kommt dann halt auch noch, ne? Dass du dann auch peripherie. Nehmen wir ein einfaches Beispiel, C64 ohne Diskettenlaufwerk geht gar nicht. Ja. So, Diskettenlaufwerke, die sterben halt auch. Ja. Also hast du irgendwann, ich habe, glaube, 3 oder 4 C64er hier stehen, so der verschiedensten Bauart. Ja, da gab es ja auch in unterschiedlichster Design-Ausführung. Da holst du dir also nicht nur ein. Überall, wenn ich irgendwo sehe, jemand will was wegwerfen oder bei eBay mal für einen Zehner oder so, was drinne steht, Peripheriegeräte, wo du denkst, die kannst du wirklich nochmal gebrauchen, da schlägst du zu. Also hast du irgendwann ein Lager voll mit alten CD-Laufwerken, alten Floppy-Laufwerken, Mäusen, Tastaturen. Ich habe alte IBM-Tastaturen. Noch die ganz eine, alten, ja, mechanischen. Okay, ja, ist klar. Ich habe 6. Okay, ich habe halt die in dem Karton, wo der originale XT drin steht. Ja. Ne? Das ist schon so ein Karton, wo die alle drin liegen. Die habe ich alle gesäubert. Die sind blitzeblank. Die sehen aus wie neu. Die werden mittlerweile, die alten Original, die sind ja auch schwer. Ne? Die kannst du ja auch, also würdest du heute eigentlich nicht mehr verkaufen können. Aber da gibt es Leute, die stehen da drauf. Die kannst du auch so umbauen, dass du so neue Geräte rankriegst. Die Dinge werden für 120, 130 Euro gehandelt. Ne? Ja, und früher sind die weggeschmissen worden. Ja? Und ich habe mir halt 6 Stück gesichert. Ja, original IBM-Tastaturen. Erste Generation. Tja, ich schmeiß da jetzt nochmal, ich habe gerade den Link rausgesucht vom XT. Ne? Da ist ja die Tastatur auch. Ja, genau, diese nach oben gebogene Runde. Ja, ja. Und genau, ja, da ist ein Foto mit dem leuchtenden grünen IBM. Das leuchtet bei mir nicht so schön. Wenn der Strom aus ist, wenn er an ist, kann man den auch leuchten lassen. Ja, das ist auch noch ein Grünmonitor, oder? Das ist ein Monochrom. Ich glaube schon, dass der müsste grün sein, oder ist das, ich weiß nicht, ob ich sogar auch ein Color habe. Ja, okay. Bin mir nicht sicher. Aber, naja, wenn er wirklich eingebrannt ist, ist es in der Regel. Meistens grüne. In der Regel, ne? Ein grüner. Ja, wer weiß, grüner, vielleicht habe ich sogar oder 2. Oder Bernstein. Die gab es ja auch in Bernstein. Ja. Recherchieren. Ja, ja. Und ich habe, ich meine, eins müssen wir ja noch machen, das habe ich ja schon 1000-mal erzählt, ne? Hier meine, den original verpackten Commodore 64-2 müssen wir auch irgendwann mal auspacken. Der wurde noch nicht mal ausgepackt. Ja. Nicht, dass wir sterben, bevor der ausgepackt wird. Und ihn irgendwann einer wegschmeißt.
Ich bin ja mittlerweile dazu übergegangen, außer wenn ich wirklich noch eine sehr gut erhaltene Originalverpackung habe, tue ich die mittlerweile auch schon weglöten, weil also wegschmeißen, weil ich habe den Platz nicht mehr dazu, alles aufzuheben. Also wirklich gut erhaltene hebe ich auf. Und ansonsten bin ich ja eher so jemand, der, wie soll ich sagen, ich sammle die ja nicht, um einen Wert anzusammeln und dann irgendwann mal irgendwie zu hoffen, dass das irgendwer für viel Geld zurückkauft oder so, sondern ich will das ja haben, weil ich es haben will, weißt du? Ja. Und das ist dann immer schon noch so ein bisschen Unterschied. Meine Frau versteht das ja überhaupt gar nicht, aber gut, das sind halt die Kleinigkeiten, die musst du halt so wie andere Dinge halt auch, die müssen halt akzeptiert werden oder es geht halt nicht. Ne? Ja, okay, andere sammeln halt Geldscheine oder Diamanten, ne? Ja, ich sammle leider viele Sachen. Ich sammle auch die sammle ich auch die Geldscheine, aber das ist so schwierig. Nee, ja. Die tausche ich dann immer ein. Nee. Aber ich habe jetzt hier letztens meine Kiste mit den ganzen Taschenrechnern. Ne? Vor allem, du musst ja dich drum kümmern. Ne? Ich muss jetzt bei den Taschenrechnern überall gucken, wo habe ich noch Akkus oder Batterien drin. Ja, ja, weil das ist sowieso. Da kannst du die 10 Jahre aufhebst, irgendwann sind sie halt fort, weil sie ausgelaufen sind. Ja. Ja. Und das sind ein paar richtig gute Taschenrechner. Ich habe zum Beispiel noch ein Casio 2000, BP2000, der kann Pascal, Alter. Den kannst du in Pascal programmieren. Weißt du, wie lange ich gebraucht habe, um diese Pascal-Karte zu kriegen? Die gab es nur von einer schwedischen Firma. Nur eine schwedische Firma gebaut, nur irgendwie, weiß ich nicht, 100 Mal oder so, weil das war eine ganz kleine Firma. Dann irgendwann bei eBay zugeschaltet, dann hatte ich dann endlich diese Pascal-Karte. Und was passiert dann? Ne? Dann baust du das ein, dann stellst du fest, scheiße, hast schon lange nichts mehr mit Pascal gemacht. Das ist ja ewig her, wo du mal Borland Pascal und so. Ne? Ja, ja. Dann holst du dir also, dann, steht dann hier guckst im du Buch. Beim, pass auf, darauf will ich raus. Ne? Dann guckst du und denkst du, scheiße, wo hast du die ganzen Bücher von damals? Naja, hast du nicht mehr, findest du nicht mehr, keine Ahnung. Also guckst du bei Momox, hier Gebrauchtbuchhändler, ja, irgendeine, das war jetzt nur ein Beispiel, guckst du dann halt, was gibt's denn da alles für Pascal? Ne? Und da findest du ja wirklich die ältesten Dinger. Ne? Also holst du dir dann die Bücher dazu. Ne? Dann so, also sammelst du irgendwann auch Bücher. Ich sammle also auch Bücher. Ja. Ich habe hier gerade in der Hand, ne, weil ich muss mich nur umdrehen, da ist so ein Schrank, ne, da habe ich jetzt, ich lese dir mal zwei Titel vor, die sind nicht die neuesten. Also hier steht drauf, Digital Research, die Erdos 5.0. Ach, herrlich. Und auf anderen steht drauf, Programmiersprache Pascal, Schritt für Schritt, aber hier, vom Humboldt Verlag, ein praktischer Ratgeber. Aber du weißt, dass Digital Research, die haben ja unter anderem FlexOS gemacht. Ne? Ja. Und FlexOS. Das war schon geil, FlexOS habe ich ja eine Zeit lang wirklich mit gearbeitet, weil wir das auf der Arbeit als Vorrechnersystem hatten. Das war ein DOS, also so wie bei IBM halt, aber mit einem quasi so eine Art Unix-Unterbau. Ja, das war das Genialste. Kannst du leider frei, kriegst du wieder. Das war doch irgendwie so eine animierte Uhr. Gab es doch da irgendwas, wenn du das Ding gestartet hast? War doch so eine 3D-Uhr. War das das? Nee, das. Oder war das wieder was anderes? Das ist Geos. Na, das war Geos, genau. Geos, ja. Das ist noch ein bisschen was anderes. Aber Geos habe ich auch alle möglichen Versionen hier aufgehoben. Gab es unter anderem eben auch für PC, ne? Aber, also neben C64, 128er und so. Aber Digital Research, das war jetzt auch wieder. Pascal, ne? Dann fällt dir dann ein, hast ja früher mal Programmieren und so, hat dich ja alles interessiert. Pascal ist von Wirt, ne? Einer der Professoren schlechthin, die Programmiersprachen erfunden haben. Pascal, Modula 2, Oberon. Ja. So. Oberon war dann so eine objektorientierte, also wirklich eine der geilsten Sprachen überhaupt. Aber, und jetzt kommt's, das Original Oberon war halt eben nicht nur eine Programmiersprache, sondern eben auch ein Betriebssystem und gleichzeitig eine Hardware. Der Typ, der hat ja dann auch einen Rechner gebaut dazu. Also eigentlich war Oberon alles. Ja, so. Jetzt guckst du mal das Ganze ruhig mal einen Link raussuchen und mit einstellen, dann guckst du dir mal Oberon an. Und ich habe dann versucht, an so eine Kiste ranzukommen. Also ich wollte nicht nur ein Oberon haben, also das Oberon kriegst du, da auch das Betriebssystem Oberon kriegst du, für auf PC halt dann so unter Emulation und so. Aber du willst ja dann irgendwie auch das richtige Zeug haben. Also versuchst du, so ein Oberon-System zu kriegen. Ne?
Ich habe ewig gesucht. Ich habe tatsächlich zwar ich habe leider kein Original Oberon von Wirt gekriegt, aber im Prinzip eine dann nach der eigentlichen Hardware gebauten Emulationshardware, die Niklas Wirt dann auch im Prinzip mitentwickelt hat und weiterentwickelt hat, da habe ich wirklich ein Original gekriegt. Das habe ich hier in der Kiste liegen, habe ich einmal angeschlossen, einmal hochgefahren, funktioniert, sieht geil aus. Ich kann nichts damit anfangen, weil zu den Büchern muss man ja auch dazu sagen, klar habe ich mir dann Oberon-Bücher besorgt, logisch. Von Wirt habe ich so gut wie alles irgendwie besorgt, aber du musst sie auch lesen. Und was hat man ganz am Anfang? Zeit ist das Problem. Genau, so, Zeit. Also baust du das einmal auf, du fährst hoch, bist geil, glücklich. Oh, guck mal, sogar die Maus funktioniert. Ach, wie toll. Und stellst fest, okay, das scheint schon was Tolles zu sein, aber das ist halt komplett anders, wie das, was du kennst. Das hat halt mit Windows und so überhaupt nichts zu tun. Also spielst ein bisschen mit rum, findest toll, fährst wieder runter und was machst du, weil der Platz auf dem Küchentisch wird halt irgendwann auch mal zu klein. Du packst wieder ein und hast wieder eine Kiste verpackt und jetzt steht es halt leider auch wieder in der Kiste. Aber naja. Also ich habe gerade hier die Bücher, das ist ja schlimm, hier Computerschnittstellen und Bussysteme. ISA, dann E-ISA, das war der Extended, IEC 625, ja. IC-Bus, ja. AT-Bus, V24, ja. S-Bus, IEE 488-2, Bitbus, also einiges sagen wir gar nichts mehr. Interbus, Microchannel war das dann so, die IBM neue Architektur. Ja, ja, genau. Microchannel, IEC, was steht da noch drin? Spark-Bus-Systeme, also das Ganze vom Spark. VXI sagt mir jetzt im Moment nichts. Waren das diese WACs? Der IC. Sag nochmal. I2C-Bus, den gibt es noch, ne? Und Feldbus-Systeme, ja, das sind die ganzen Sachen für Messgeräte und Industrieanlagen, ne? VXI. Ja. VXI. Schau mal nach, Seite 197. Das Schöne ist, das sind Leiterplatten, dass du dir hier Controller-Karten selber löten kannst mit drin. Ja, das war ja früher Code. Da ist wirklich hier Code abgedruckt für die Protokolle, ne? Also und hier die Befehle. Das war ja früher auch das Schöne. Also was heißt das Schöne? Das war halt einfach mehr oder weniger oder sehr, sehr häufig gang und gäbe, dass da alles drin gestanden hat. Also bis hin zu, so musst du dann halt so ein Peripherie-Kärtchen selber löten, damit das so und so funktioniert. Oder hier bei diesem Oberon-System, da war halt alles mehr oder weniger, weil es ja ein Lehrsystem war. Das hat er ja gebaut, um als Professor an der TH Zürich, glaube ich jedenfalls TH Zürich, oder? Dann irgendwie Computer Science lehren zu können, ja, und Compilerbau und so einen ganzen Kram. Das waren ja für diesen Wirt ja im Prinzip alles Dinge, die er gebraucht hat, um seinen Job zu machen, ja. Und der war halt einfach genial, ne? Und aber du fällst halt eben wirklich von einem Ding zum nächsten. Ja, also VXI, ne, ich habe es gefunden, ist der Nachfolger oder die Erweiterung von VME. Ah, VME, alles gut. Das ist hier auch so Workstation-Zeugs. Besitzen einen weiteren 96-poligen Anschluss, VXI P3. Das sagt so schon hier, da willst du keinen Stecker suchen. Was halt mittlerweile auch lustig ist, in Anführungsstrichen, ist, dass es ja mittlerweile tatsächlich auch Leute gibt, da habe ich jetzt auch so ein, zwei Sachen mitgemacht, die im Prinzip so wie die Sachen früher, wie so eine alte Workstation oder so ein alter, sag jetzt mal, Spielecomputer, der Amiga oder C64 oder auch ZX80 Geräte da, die versuchen so was Ähnliches heute auch wieder auf die Beine zu kriegen. Also praktisch so retro, aber neu zu bauen. Und da gibt's auch total verrückte Sachen. Also ich habe hier einen, der ein Engländer, der seit einiger Zeit jetzt, ich glaube 3 Jahre oder 4 Jahre ist er jetzt dran, so ein System mit einem 68.000er zusammenbaut. Und das Schöne ist, in Anführungsstrichen, das ist unbezahlbar. Also wenn du das zusammenrechnest, sagst du dir, hast du nicht alle, weil bis du zig Euro los hättest, für die Hälfte hättest du einen Apple kaufen können. Aber das Ding ist halt, dass du so die Entwicklung mitmachen kannst. Also der hat angefangen mit dem eigentlichen Prozessorboard, ja, und hat dann ein Bussystem dazu gebastelt und dann für das Bussystem dann halt verschiedene Karten. Jetzt ist er gerade dran. Also es gibt jetzt eine Speichererweiterung, die habe ich mir auch dann besorgt, und es gibt ist er jetzt gerade dran, so eine
so eine Grafikkarte dafür zu bauen. Und gleichzeitig wird auch die Software dazu entwickelt. Ne? Das ist halt alles jetzt noch sehr, sehr rudimentär, ein Assembler und so. Aber ich kann mir vorstellen, in 5-6 Jahren werden wir da vielleicht auch mal irgendwie sowas Ähnliches wie ein Multitasking-Betriebssystem haben, was schon Windowing kann und so. Ist deswegen ganz interessant, weil du das halt wirklich so Stück für Stück mitkriegen kannst und mitgestalten kannst vor allem, weil das eine kleine Community ist und du im Prinzip auch das Ding, das kriegst du halt nicht fertig, ne? Du kannst den nicht einfach fertig kaufen, sondern kriegst wirklich Platinen mit allen Bauteilen zugeschickt und dann blödest du dir halt deinen Computer mehr oder weniger dann selber zusammen, ja? Und das hat schon was, ne? Muss ich dir mal den Link schicken, kannst du es dann auch in die Shownotes machen. Aber da gibt es viele Projekte, gibt es sehr, sehr interessante Projekte. Kapitel 16 Netzwerke, ich lese dir mal was vor, ne? Ah, cool. Netzwerke ermöglichen die Verbindung unterschiedlichster Computersysteme zur Nutzung gemeinsamer Datenbestände und Geräte. Ein Netzwerk kann sich in seiner Ausdehnung sowohl auf wenige Meter beschränken, als auch weltumspannende Entfernungen überbrücken. Eine Kategorie von Netzwerken, das ist auch gut, die sich innerhalb von Stadtgrenzen ausdehnen, gibt es daher in Deutschland im Gegensatz zu Amerika nicht. Ja. Gab's auch in Amerika. Ganz ja, Mahnwaren und so, ne? Topologien, hey. Aber das kann man auch nicht wegwerfen, so ein Buch, oder? Nee, ich habe ja solche Bücher auch gerne. Ich habe jetzt hier zum Beispiel gerade, weil du bei Netzwerken gucke ich bei mir rüber. Hier, ich habe ja hier auch ein paar rumstehen. Technik der Netze. Vierte neu bearbeitete Auflage und erweiterte. Das habe ich auch. Das 138 D-Mark hat das früher gekostet. 138 D-Mark, das muss man Technik der Netze, das ist doch das wie heißt der? Vom Gerd Siegmund. Mhm. Das ist ewig lange aufgelegt worden. Und ja, ich habe das als Grundlage in meinem Studium gebraucht. Ja, ja, genau. Das begehrte Buch und die Story, die kriege ich auch nie mehr los, denn wir hatten da ein Fach im Studium, ne? Und ich habe dann zu den Kollegen gegeben, der Prof kam rein, ne? Der hat vorne den Stuhl in die Mitte gestellt, so in den Mittelgang, ne? Hat sich hingesetzt, dieses Buch aufgeschlagen, mit Lesezeichen drin und dort weitergelesen. Und dann habe ich gesagt, Leute, was beschwert euch? Das Ding heißt doch Vorlesung. Der hat sich jede Stunde da reingesetzt und hat nacheinander dieses Buch vorgelesen in dem Semester. Ja. Das ist irre. Und das ist ja, und das Schöne ist, und aber das ist ein gutes deswegen Buch. Find ich sowas immer mal wieder interessant. Also hier diese vierte Auflage ist von 98. Ne? Das Tolle ist, oh, ich habe das Buch noch. Anders, hier, pass ich glaube es nicht. Das ist ein ganz dicker Wälzer eigentlich und ganz dünnes Papier. Ja. Also ist schon viel Zeug drin. Aber was ich halt geil finde an solchen Büchern, deswegen werde ich die nie wegwerfen. Das Ding hat 1030 Seiten, 1050 Seiten. Ist das Tolle an dem Ding ist, das ist so ein Grundlagenwerk. Da kannst du nach der Zombie-Apokalypse kannst du da ein Telefonnetz aufbauen. Nein, das ist auch jetzt, nee, das ist ja nicht verkehrt, was da drin ist. Und das stimmt immer noch. Jetzt noch richtig. Weil es einfach sehr abstrakt auch viele Dinge beschreibt, die vielleicht nicht mehr, nicht mehr die gesamte Technik abdecken, aber von den Grundlagen her, so wie das funktioniert, so, größtenteils immer noch stimmen und manchmal auch gar nicht mal so schlecht sind, so in der Nachsicht, also in dem mal einen Schritt zurückgehen zu gucken, wie hat früher Telefonnetz, ISDN und so weiter funktioniert, wo kommen VPNs her, ne? Weil das gab es ja damals schon, private Netze mit ISDN konntest du ja sowas auch schon basteln, ja, dass du dir sowas sehr wohl schon nochmal auf den Schoß legen kannst, kannst man dann rumstöbern, da wirst du hier die ein oder andere Erkenntnis schon noch rausziehen können, auch heute. Also, ich weißt du, warum ich gerade gesagt habe, ich habe es noch, ich dachte, das Buch hätte ich weggeschmissen bei irgendeiner Aufräumaktion. Ich habe es wieder gefunden, ich kann es nicht glauben. Das ist ein Buch von Oktober 1992, printed in USA, von der Firma Advanced Micro Devices Incorporated. Sagt dir die was? Advanced Micro Devices, genau. Ja, weißt du, was das ist? Das ist das Datenbuch des AM386 Mikroprozessors. Das ist die komplette Beschreibung dieses Geräts mit allen Logikbausteinen und elektrischen Signalen. Und da drin liegt eine Karte. Damals war doch Registrierung so ein Ding, ne? Ja. Und zwar, das musstest du dir bestellen, ne? In USA. Ja. Vielen Dank, dass Sie Interesse an unseren Produkten zeigen. Da liegt eine Visitenkarte drin.
von ja, IMD. Von dem, den du ansprechen kannst. Ja. Und da ist dann, Moment, wo ist es denn? Hier liegt's. Mailing List Qualification Card. Ja. Da kannst das du ausfüllen, was dich an den Chips interessiert. Ja. Und dann schickst du das. Das war damals die AMD. Also AMD war ja eine der Firmen, die dann im Prinzip versucht haben, sowas wie in Anführungsstrichen Open Source mäßig gegen IBM da im Prinzip zu agieren. Da gab es ja auch diese Geschichte mit dem, das wurde gedruckt, komplett der Code, einfach nur gedruckt, weil gedruckt konnte man den exportieren. Ach ja, die Verschlüsselung oder sowas. Ja, ja, irgendwas war, irgendwas war. Was sie dann in Papier über die Grenze geschafft haben, weil es sonst nicht exportierbar wäre. Ja, hast du als Buch, konntest du das kaufen und das war dann erlaubt, weil elektronisch ging halt nicht. Ne? So wäre es halt irgendwie Spionage gewesen oder so irgendwie. Ja, also ich habe hier lauter auch noch hier ist die komplette alten, kennst du diese Spezifikation vom 386er mit Schaltdiagramm sozusagen, wie die Spannung hier, Clockspannung anliegt und wie sich die Pole verhalten und die ganzen Anschlüsse. Hier, lass uns einen Computer bauen. Also, ja, damit kannst du dir einen nachbauen. Oder was ich mir damals geholt habe, also Next war ja mein Ding. Ne? Also ich habe das damals komplette, auch Next sehr komplette früh Befehlssatz gehabt. Ist hier. Da gab es dann hier Bücher von Edison Wesley, The Next Book von Webster war das. Ja. Das war im Prinzip nichts, also heute würde man sagen, ey, warum hast du dir das gekauft? Das ist doch nichts anderes wie, ich weiß nicht, da kriegst du halt ein bisschen die Oberfläche erklärt und das Design und so. Das hast du dir damals, das habe ich mir besorgt, bevor ich mir den ersten Next leisten konnte, den habe ich mir dann in der Firma leisten können. Aber bevor ich das konnte, habe ich mir nur dieses Buch besorgt, was auch schon scheiße teuer war. Ich weiß gar nicht mehr, was ich dafür bezahlt habe, aber das war ewig teuer. Hast du auch nur in Amerika gekriegt. Nur um mal was zu haben, wo du reingucken konntest und dich erfreuen konntest an diesem wunderschönen Gerät. Ich muss gerade mal gucken. Also, das waren 22,95 US-Dollar und du musstest halt noch irgendwie das dann halt über die Grenze schaffen. The Next Book. Ich glaube, heute kriegst du da echt viel Geld für sowas. Das ist schon. Das ist Originalschwarte von damals. Ja, ja. Da ist sogar noch der Stevie Boy hinten auf dem Foto drauf. Sehr schön. Nee, ist gar nicht Stevie Boy, ist der Webster, der da auf dem Foto ist. Stevie Boy sah doch anders aus. Naja, gut. Also, auf jeden Fall hier die Hotline-Telefonnummern der Techniker von AMD. Ja, ruf mal an, ob du noch einen findest. Wenn du dran gehst. Kalifornien. Sunnyvale. Okay. Da waren wir, oder? Das ist doch in der Nähe von da, wo wir mal waren, jetzt bei beide. Sunnyvale. Tja, ja. So, ja. Tja, genau. Wie kommen wir jetzt von also. Da? Weißt du, was noch schön ist? Ne? Ich meine, jetzt, das wäre ein Themenwechsel. Ne? Weißt du, was daneben stand für ein Buch? Nee, sag. Dialektik der Aufklärung, Adorno. Ach, leck mich auf. Das habe ich aufgegeben. Das sowas habe ich aufgegeben. Alle. Wir hatten die Zeit, weißt du. Tja, ja. Ja, aber das sind Bücher, wo ich dann auch immer wieder davor stehe, so ähnlich wie du das eben gesagt hast. Ne? Eigentlich willst du sie weg, aber dann guckst du dir die an, sagst die kannst du nicht weggeben. Das geht nicht. Das sind so Grundlagenbücher, die hast du von früher. Oder eben einfach, weil sie immer noch irgendwie, ja, hier, ich habe das Taschenbuch der Informatik. Kennst du das noch? Ja. Das Taschenbuch der Informatik, damit kannst du einen totschlagen. Das habe ich hier gerade stehen. Das war mein, das war so, wo du immer reingeguckt hast. Wenn einer eine Frage hatte, früher als Techniker im Datenschutz, ne? Da hast du das rausgeholt, das war praktisch die Bibel, weil da konntest du, wenn einer gefragt hat, hast du es halt da rausgeschrieben, fertig. Das ist natürlich auch nicht mehr aktuell, aber von wann ist das hier, warte mal. Ja, das nennt man Taschenbuch, Alter, damit kannst du Häuser bauen, das ist groß wie ein Backstein, hier, ne? Größe. 6. Auflage. Wo steht denn hier, müsste mal irgendwo stehen, von wann das ist hier, oder? Guck mal hier, da haben lauter Professoren mit der Arbeit. OS 2. 2007. 2007, das ist ja noch fast neu. Das ist ja praktisch. Ich habe auch was Modernes gefunden. OS 2 und zwar Warp. Das war ja die letzte Version. Ja,
die habe ich geschenkt gekriegt damals. Und das oft, kannst du dich noch daran erinnern? Hier, OS 2. OS halbe habe ich ja auch geliebt. Ja, habe ich eine ganze Zeit lang wirklich mitgearbeitet. Einfach, weil es halt kein MS-DOS war oder Windows. Das Dolle war am Anfang relativ teuer. War was Neues, war toll, war letztendlich von der Konzeption her gar nicht so übel, gibt es ja heute noch. Ja, die haben es vergeigt. Und das ist dann im Marketing. Das ist dann im Marketing total vergeigt worden. Und ganz zum Schluss, so das letzte Jahr, das kurze Aufbäumen noch, ganz Warp 4. War nämlich genau dieses Warp 3 ging es, glaube ich, los, wo so auf der C-Bit die Kisten mit, das waren ja, da waren ja Bücher dabei. Das waren ja Kisten, die du da gekauft hattest eigentlich, ne? Muss nicht so wie heute hier Download, hier hast du einen Link, da kannst du dir das Kram runter. Nee, du hast früher Bücher gekriegt, da waren dann CDs dabei, wo dann das Betriebssystem drauf war. Und CDs war schon modern, ich kenne das noch mit Disketten, ne? Und dann hast du so eine Kiste auf der C-Bit, kann ich mich nämlich noch daran erinnern, weil ich habe eine abgekriegt, die sind dann in die Menge geworfen worden. Die haben die zum Schluss verschenkt, also nicht mehr verscherbelt, sondern verschenkt. Da bist du auf der C-Bit, so wie das früher üblich war, so Halle, sag mal hier so ein Stand, wie viele Leute gehen da drauf, 40, 50 Leute, haben so auf Stühlen gesessen, davor irgendeiner ist oben auf der Bühne rum und hat Warp 3 oder Warp 4 dann, ich weiß nicht mehr, ich glaube es war Warp 3, was ich da damals geschenkt gekriegt habe, beworben, ja, was das für ein geiles Ding war. Und zum Schluss kam dann irgend so ein Mädel mit so einem Wägelchen rein, wo ganz viele Kisten drauf waren, und dann hat er die genommen und hat die in die Menge geschmissen. Kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Und das hatte damals, was hat das gekostet? 140, 150 D-Mark, glaube ich, hat das gekostet zum Schluss. Und auf der CeBIT hast du es halt geschenkt bekommen. Aber das war dann im Prinzip eh klar. Ne? Das war dann, es glaube ich, hat noch ein Jahr gebraucht und dann war es dann am Arsch. Hier liegt eine 5,25 Zoll Diskette zwischen den Büchern. Turbo Pascal. Ja, ich sage es. Da im Format DOS 1,2 Megabyte. Das habe ich gelernt hier. Turbo Pascal. Ja, sagt er. Immer noch eine geile Sprache. Eigentlich. Das ist ja. Oh, ich habe auch ein Excel-Buch. Das kann man mal entsorgen. Ja, Excel brauchst du nur wirklich, das ist ja auch nichts. Also. Das ist, aber beim Basteln nochmal zurück. Ne? Ich habe, was ich mir jetzt bestellt habe und noch nicht da ist, ist der Raspi 400. Ja, der in der Tastatur. Genau. Ja, weil man einfach anstecken kann. Ich weiß, aber ich bin. Ich habe ja viele überlegen, davon. Aber ich meine, ich weiß gar nicht, wie viele Raspis hier rumliegen, ne? Ich habe zwei Stück hier auf dem Schreibtisch liegen, die sogar schon von mir so weit umgedröselt wurden, softwaremäßig, dass sie von Festplatte booten. Und ich war echt am Überlegen, ob ich mir den 400er hole, weil das ist halt schon eine schöne Sache. Ist alles schön in der Tastatur drin und so. Genau. Aber ich habe hier die 24er stehen. Und ich nutze sie gar nicht. Und dann habe ich mir gedacht, mit dem 400er, den hast du dann halt auch nur da rumstehen. Auch wenn der schön aussieht, halt alle. Wenn der Tastatur ist. Ja, okay, ich habe hier einen Raspi am Schaffen, ansonsten nichts. Die anderen sind, glaube ich, alle hier im Moment nicht im Betrieb. Bis auf einen einziger, der hier die Garage so steuert. Einen als Inforechner und, wie heißt der denn hier, diese Pi-Hole-Geschichte da. Mhm. Schmeiß alles weg, was du nicht sehen willst. Genau. Okay, apropos lokales Netzwerk, ne? Ich bin jetzt am Umbasteln, weil wir haben ja gerade hier Topologien, ne? Ja. Ich probiere das jetzt mal aus. Glas. Was? In-house. Ach, Glas. Glasfaser. Ich dachte, du wolltest hier nochmal Token Ring oder so. Nee. Das ist ja auch Ring-Topologie. Ja. Fiber Channel. Also, aber aus Kostengründen jetzt erstmal nur 10 Gigabit. Weil der Rest ist zu teuer. Immerhin. Aber wie groß ist denn dein Anschluss nach außen? Also, was hat die außen will? Das ist das Problem. Immerhin, ich habe mehr als Mbit mittlerweile. Promille-Bereich? Also ich habe ja schon einen richtigen DSL-Anschluss, der 16.000 kann. Nee, ein bisschen mehr. Aber ich sage jedes Mal, ich will mehr, aber ja doch, ich habe jetzt mal nachgefragt. Also ich könnte hier Fiber to the Home haben. Ich muss nur den Baukostenzuschuss von 13.500 Euro zahlen und dann hätte ich hier Glas. Super. Dann hast du aber auch nur, ich weiß nicht, was kriegst du denn dann dafür? 200, 250, 500? Keine Ahnung. Das ist so. Oder man mietet sich eine Dark Fiber dann. Und
Ja, oder so. Also hier direkt Glas bis wohin. Aber so ja, Inhouse-Glas, ne? Es ist schön klein und dünn. Das Einzige ist mit den vorkonfigurierten Steckern, weil anders macht es keinen Sinn. Halt durch Löcher bohren und die Stecker durchschieben, das ist Fummelei. Ja. Ansonsten sind die Dinger ja, die kannst du ja auch unterm Teppich oder irgendwas verlegen, theoretisch. Ja, und, das ist ja nichts. Und durchziehen kannst du nicht, also dass du vorher so ein Ziehdraht durchmachst. Und ja, aber du musst halt einen Stecker durchs Loch bringen. Das ist das Problem. Ja dann. Da gibt es ja speziell so Geräte, wo du die praktisch so Cups, also dass sie so Kappen drauf kriegen und dann, ja, ich kenne das halt von früher, ich sagte ja eben Drogenring zum Beispiel. Das Zeug musstest du ja auch irgendwie durch die Decken kriegen und durch die Wände. Ja, und so, ne? Ich habe das ja noch drin so liegen. Stahldrähte also so gehabt, ne? So Stahl. Ich habe hier auch eine Netzwerkkarte noch, ne? Das ist eine ISA, glaube ich. Ja. Oder ist das schon eine ISA? Ja. Mit, die hat, Ethernet und Token Ring, beides gekonnt. Nee. Na, sowas. Und ich habe noch einen ganzen, so einen Karton voller der Terminatoren, diese Endwiderstände fürs Quarks-Kabel. Ja, ja, Quarks-Kabel. Bajonettverschluss. Also mit diesen T-Stücken. Ja. Und der Punkt ist halt, ne, theoretisch, diese Token-Ring-Kabel, die alten, die könnten ja theoretisch fast so viel, mehr als das Twisted Pair. Ne? Technisch könnten die wahnsinnig viel. Ja. Aber baut halt keiner mehr was dafür. Ist halt, das ist so der Punkt, es setzt sich halt nicht das Beste durch, weil du würdest über diese Quarks-Technologie, die hätte mithalten können, locker bis jetzt. Ja, die aber Quarks war halt schon, nicht aber Standard. Token-Ring war ja kein Quarks. Ja, doch so ähnlich. Naja, ja, BNC-Stecker und ja, aber so ähnlich. Echtes Token-Ring, das sind, waren es nicht vier Adern oder vier Paare, irgendwas? Ja, mit, vier Paare und du hattest so ein Inline. Plump. Die waren ja, haben doch irgendwie ja, schon mitgenutzt. Ja, schon, aber Coax war es halt nicht. Ja. Aber die hatten so einen komischen Stecker, also die Originalen, also die hättest du durch kein Loch durchgekriegt. Ja, okay, der Stecker war, vor allem dann die T-Stücke, ne? Ziemlich globisch. Aber die das an Tokenring habe ich mich irgendwie satt arbeiten müssen, also ich konnte das irgendwann nicht mehr sehen. Ich habe da mal eine Zeit lang so ein komplettes Hochhaus, mehr oder weniger Hochhaus, also so sechs Stockwerke waren es, hier mit Tokenring Verkabelung administrieren müssen und das war echt die Hölle, ne? Weil Tokenring hatte halt den Nachteil, das musste halt immer ein geschlossenes Ring sein. Ne? Und da gab's dann so spezielle Ansteckgeräte, die dann den Ring immer simuliert haben. Also wenn du einen Stecker rausgezogen hast, haben die automatisch den Ring wieder geschlossen. Genau, Überprüfung. Aber das war halt ziemlich teuer und ganz am Anfang gab's das nicht. Und dann hattest du logischerweise in der Praxis immer so einen gemischtbaren Laden. Und wenn einer an der richtigen Stelle einen Stecker rausgezogen hat, stand halt... Ja, dann war halt alles tot. Ja, wenn einer hier... Das Schöne war, die Bajonettverschlüsse waren praktischer als der andere Scheiß, ne? Aber ja, das ist schon. Tja, ja. So kommt halt alles wieder, mein Freund. Kabel ziehen. Ich mache ja hier gar nichts mehr mit Kabel. Ich mache jetzt alles hier mit diesem, wie heißt das nochmal hier? Funktechnik. Nee, WLAN. Bin eigentlich so für meine kleinen Sachen ganz zufrieden, das funktioniert einigermaßen. Aber liegt einfach nur daran, dass ich bisher einfach überhaupt keine Muße hatte, mir zu überlegen, hier Kabel reinzuziehen in die Hütte. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und das, was ich mache, das funktioniert auch alles mit Funk irgendwie ganz gut. Ja, das sowieso. Ich meine, ja, okay, Problem hast du, wenn du hier Beton und so ein Zeug ist nicht so schön. Aber da ist so ein schönes Holzhaus, wenn du hast, da ist natürlich... Ja, ich muss sagen, ich habe jetzt mittlerweile diese Mesh-Geschichte da von der Fritzbox da am Laufen, habe die ganzen alten Fritzboxen in Anführungsstrichen, habe ich dann praktisch so als Mesh-Knoten mit eingebunden. Also ich habe jetzt praktisch in jedem Stockwerk ein oder zwei von diesen Fritzboxen stehen, die so Mesh dann mäßig den WLAN-Kram verbreitern, sage ich jetzt mal, oder erweitern. Und das funktioniert mittlerweile, am Anfang war es ein bisschen holprig, aber mittlerweile funktioniert das total gut. Also ich habe selbst im Garten, gut, ist kein Riesenhaus, aber sagen wir flächenmäßig so mit Garten kommt schon ein bisschen was zusammen, aber ich habe überall ganz guten Empfang und wir sind hier, ist bei dir natürlich ein bisschen anders, aber ich bin hier mit drei Leuten, die alle recht genügsam nur normale Dinge im Internet tun. Das funktioniert eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Ich kann mich nicht beschweren.
Also Glasfaser bräuchte ich jetzt nicht unbedingt. Und die Ambitionen, selber ein Rechenzentrum aufzubauen, habe ich auch nicht mehr. Nicht mehr, nee, ja, das habe ich ja auch nee. Abgebaut, aber so für manche Sachen ist das schon praktisch. Ja, schon, klar. Aber ich sag mal, ich bin mit, schnell. Also wenn du vergleichst mit, ich kann mich noch gut daran erinnern, meine erste eigene Bude, da hatte ich dann so ein Dachbodenzimmer, in dem ich meine Mailbox betrieben habe damals. Mailbox, auch so ein, ne, kennst du vielleicht noch, ne? Diese ja, ja, das vor, ist, vor, ich vorhin vor noch mal Internet, drauf einsteigen. Vor Internet, ne? Genau. So eine vor. Ich hatte so einen Fido-Knoten laufen bei mir und da hattest du, habe ich, glaube zum Schluss drei Modems drinne gehabt, also drei Telefonleitungen dran. Ja, mein Mädel damals, da waren wir noch nicht verheiratet, die hat meine jetzige Frau, die ist, die, das darfst du dir gar nicht erzählen, was ich damals da alles getrieben habe. Also, vor allem telefonrechnungstechnisch gesehen, ja, musstest dann von jedem User ein bisschen Geld einsammeln, damit du die Telefonrechnung bezahlen kannst. Ne? Das ging halt damals nicht anders. Aber wenn ich mir überlege, wie das damals war, im Vergleich zu heute, wo du einfach so ein Tablet anmachst, ja, und allein das, was du da an Leistung in diesem Tablet drinne hast und an Daten überträgst zum Internet und vom Internet, da war das damals nix, ne? Und zwar schon aufwendig ohne Ende damals, ne? Also das will ich, also im Vergleich zu der Zeit ist das schon echt klasse, was wir heutzutage haben. Immer das Gemecker da, das funktioniert schon ganz gut. Aber jetzt muss ich auch noch Fehler korrigieren. Also du hattest recht. Ich meinte auch 10 Base 5 SIG Ethernet ja, Coax. Genau, das war schon. Da habe ich noch ein Zeug rumliegen, ja. Also das schon. Hätte theoretisch noch Bandbreite ja. Gegenüber dem Coax. Das ist ein Coax-Kabel, da hast du halt, vollkommen recht. Ist aber das halt ist Coax, ja. Das Problem war halt zu teuer, ne? Und das Billige hat sich durchgesetzt. Zwei Drähte. Ja. Ja, waren genau. Besser zu der Zeit und haben die Geschwindigkeit gebracht. Ja. Mehr brauchtest du nicht. Ne? Ja. Und die konnten halt mit Coax auch nur 10 Mbit. Damals, was war das? Halbduplex steht hier. Das war ja auch sowieso Duplex, Vollduplex, Halbduplex. Das sind alles Begriffe. Braucht man die heute noch? Also für den Endanwender ja, doch. Nicht, aber in der Technik natürlich musst du die wissen ja, du und kennen, es, auch bei Glasfaser. Auch. Ne? Bei Glasfaser musst du es wissen. Da musst du es wieder wissen. Weißt, ja. Das gibt also praktisch gerichtete Glasfaser und bidirektionale. Ne? Mhm. Da kannst du schon, musst du schon wieder gucken. Aber was gab es denn da noch? Es gab Ethernet und dann gab es Twisted Pair, das war dann das ohne Coax. Ja. Und dann gab es da noch, wie hieß denn das? Das sind diese das Konkurrenz. Das Konkurrenz zum Ethernet war. ARPANET war das Militärnetz. Ethernet und da gab es noch eine andere Art Netzwerk, die sag ich jetzt mal ähnlich ausgesehen hat, aber von der Technik her komplett anders war. Und damit hatte ich auch zu tun, nämlich im Zusammenhang mit dem, was du am Anfang gesagt hattest, die Schachtel, die du gesehen hast, DR-DOS. Nämlich damals mit diesem Flexos, ja. Flexos von Digital Research, das hatte nämlich dieses andere Netz verwendet. Und das Blöde war, dann hast du in so einer Firma mit sowas zu tun und denkst, oh toll, jetzt kannst du, ne? Und du hast nichts davon, weil das Zeug, was da in der Firma verwendet wird, hat überhaupt nichts, hat keinen Tauch für irgendwas anderes, was du sonst noch so irgendwie machst. Das hat mich damals wirklich geärgert. Also ich hatte mal eine Zeit lang, weil ich in der Firma logischerweise mit Togenring zu tun hatte, hatte ich zu Hause auch Togenring liegen. Aber also nur in einem Zimmer, das hat ja dann auch schon gereicht, mal zwei Rechner oder drei Rechner miteinander zu verbinden. Aber das hatte ich ja dann praktisch nichts gekostet, ja, weil sowas war ja damals auch scheiße teuer. Also Netzwerk früher, was hat denn damals so eine Netzwerkkarte gekostet, wie ja, das so losging? 150 oder was? 300 für die Kunden? Die Billigkarten, die später dann 5 Euro gekostet haben, die waren dabei ja, 150 Mark oder was? Genau. Oder wenn du überlegst, dieses Netzwerk, was Apple da hatte, wie hieß denn das? Da komme ich jetzt auch gerade nicht drauf. Apple hatte ja auch so ein Netzwerk. Oder dieses Apple Talk. Apple Talk genau. Das gab es ja als Netzwerk, also nicht nur als Protokoll, sondern auch als Netzwerk, ja. Ne? Genau, das war ein Netzwerk, das hatte diese Mikro-Pin-Stecker, ne? Also ähnlich wie so ein PS2-Stecker sahen die aus. Ja. Und da hast du wirklich so
Rechner zu Rechner verbunden. Ne? Also immer Eingang, Ausgang, Ausgang, Eingang, immer ein Rechner mit dem nächsten, dann wieder mit dem nächsten miteinander verbunden. Das war halt wirklich so günstiges Netz, aber das günstig hieß halt, für so ein scheiß Kabel hast du irgendwie 50 Euro bezahlt, 50 D-Mark, Entschuldigung, Euro mit Sicherheit noch nicht, aber hast du richtig Kohle hingelegt und für so eine blöde Karte halt auch. Ne? Und heute kriegst du sowas für ein Apfel und ein Ei, beziehungsweise ist eigentlich überall eingebaut, weil ja, kostet halt nichts mehr. Also als LAN-Standard gab es ARCNET noch. ARCNET war es, genau. ARCNET, ja. ARCNET, genau. Weil ich blätter gerade genau. In dem, ich hatte ja vorhin das Buch offen, ich habe jetzt gerade doch geblättert, genau. Da gab es das ARCNET mit aktiven Hubs und passiven Hubs, wie halt bei Ethernet auch von der Technologie. Ja, spannend ist, damals gab es auch schon FDDI für Glas, ne? Ja, das ist ja schon auch uralt. Unbezahlbar. Ja, in welchen Zentren hast du das schon sehr früh eingesetzt? Aber da hat man dann immer noch ausgewiesen, CSMA/CD, ne? Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection. Ja, das. Also wie viele da auf die Reise gehen und feststellen, hier, dass die Karten richtig senden. Aber wo du gerade sagst, weil ich hatte auch eben das Buch in der Hand, der Stepp hätte auch gerade mal selber reingucken können. Das dann das Protokolle, Technik der Netze. Ne? Xerox, ja. Das war hauptsächlich bei den Druckern, gab es ja das ziemlich lang noch, ne? Die sprechen das teilweise heute noch, ich weiß es nicht. Ja. Well, why not? Mein OS2 gibt es auch noch. Ja. Ja. Die ganzen, also nicht alle, aber doch sehr viele von den Kindern. Aber geil, hier, manche Dinge sind ausgestorben. Also Internetworking-Elemente, ne, da gibt es Repeater, die benutzt eigentlich nicht, das waren reine Verstärker. Die Bridges, die sind auch ausgestorben. Router. Und dann kommen Router. Bridge und Router in einem. Also das in einem, oh. Das gibt es nicht mehr. Also Gateways gibt es noch, Hub-Switche, aber ja, schon. Also manche Sachen sind zu Recht dann ausgestorben. Das ist ja... Oh Gott. Ja, ich bin jetzt hier gerade bei der... Und dann hinten Listing, ne? Listing des Deklarationsmoduls. Und dann kannst du hier den Code abtippen. In was ist denn das? Quellcode in Assembler. Da hast du einen Assembler-Quellcode, um dir deine Treiber und deine Sachen hier zu machen. Für was für ein Prozessor? Assembler für was für ein Prozessor? Ja, ich gucke jetzt gerade, ob da irgendwo ein Hinweis drin ist, weil es der Anhang, da ist nur der Assembler-Code. Kann man das an dem Code erkennen? Nee, ne? Also könnte man ich bestimmt. Grad, ja, muss, wenn ich noch gut wäre. Wenn, also, wenn total nerdig ja. Wäre es vielleicht, ja. Ja, aber diese alten Bücher, die sind schon, haben schon was. Und so ein paar so Dinge erkenne ich schon. Also das sind die Befehle drin hier von der RS-232. Das aber meine und hier meine, LDB STB Call ich tatsächlich nicht mehr. LDB ist doch dann Load Register B, LDA, LDB, ne? Mhm. Das sind die Register. 62 Hex. Alter, weil wir ja eigentlich immer noch dieses andere Thema immer mal wieder ansprechen, ne? Datenschutz oder wie war das? Ja. In diesem Taschenbuch der Informatik, ja, da ist tatsächlich ein Kapitel über Datenschutz drin. Ich werde wahnsinnig. Und? Was schreiben die da? Ich habe schon wieder verblättert. Ich muss gerade suchen. Warte mal hier. 16.4 Datenschutzrecht, Zweck des Datenschutzes, ist es, dem Einzelnen davor zu schützen, dass er durch den Umgang mit seinen personenbezogenen Daten in seinem Persönlichkeitsrecht beeinträchtigt wird, nicht beeinträchtigt wird. Haben Sie nicht vergessen. Für unternehmensbezogene Daten gibt es Schutzbestimmungen im Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb. Sogenannte Unternehmenspersönlichkeitsrechte in vertraglich Vertraulichkeitsvereinbarung. Da haben sie nicht vergessen, Alter. Nochmal ganz langsam, ist ja schon spät, ne? Zweck des Datenschutzes ist es, den Einzelnen davor zu schützen, dass er durch den Umgang mit seinen personenbezogenen Daten in seinem Persönlichkeitsrecht beeinträchtigt wird. Das ist doch genau falsch rum. Nicht beeinträchtigt. Alter, das ist ja, ich schreibe den, das ist ja voll, die 6. Auflage ist für den Arsch. Da steht ja nur, die haben mir Schrott verkauft, ich will mein Geld zurück. Aber siehst du mal,
Ja, ist ja kein Wunder, dass sie das alle falsch verstanden haben. Aber hier ist auch noch ein Schmuckstückchen. Das war auch ein teures Buch, weil das Spezialsachen war Chipkarten. Die Chipkarte, ein Multitalent. Die Chipkarte ersetzt den Magnetstreifen, dann kommen sämtliche Magnetstreifenstandards. Das war natürlich auch hier Kreditkartenfälschung und so. Die sind auch nicht vom Tisch. Also ja, da stehen auch die Spezifikationen drin. Also das ist ja auch alles, das ist nicht so, dass Kriminelle da irgendwo, wer weiß was, sondern das sind halt Standards, die man anwendet. Das ist halt Meine ersten Magnetstreifen-Experimente habe ich mit einem ganz normalen Magnettonabnehmer von einem Kassettenrekorder. Ja. Also nichts Tolles eigentlich. Aber ich bin hier gerade mal. Oh, das konnte ich auch mal, das Protokoll, wie sich die Chipkarten melden. Ne? Hier Telefonkarten, wenn du die ins Lesegerät steckst und diese ganzen Kryptokarten, wie die mit ihrem Zero-Knowledge-Protokoll hier sich melden. Oh, hier geht es schon um Geldkarten. Standard. Ja, siehst du mal, da gucken wir mal, ob man noch was Fehler finden kann. Aber bevor wir hier die ganzen Leute hier total. Ja, langweilen, machen wir lieber mit zu. Mit alten Büchern, die sie jetzt selber nicht vor sich haben. Aber sicherlich kann man mal mitnehmen. Es lohnt sich hier und da vielleicht mal das ein oder andere alte Buch mal wieder aufzuschlagen, mal reinzugucken. Und wenn es halt nur mal ein paar Erinnerungen sind, die man da rauszieht. Aber das eine oder andere ist halt auch nicht ganz so uninteressant. Was mich immer wieder überrascht ist, wie gar nicht so alt manche Dinge sind. Oder umgekehrt, wie alt sie halt schon sind. Ja. Ja. Weil viele Dinge, genauso wie wenn du dir jetzt hier diese Pandemie anguckst, das fühlt sich alles sehr, sehr neu an und einzigartig, und wenn du dir dann mal in der Geschichte anguckst, wie oft sowas schon da gewesen ist, ja, das ist. Ist das alles nichts wirklich Neues? Und bei manchen Diskussionen, auch gerade mit unserem Thema, das ist ja auch jetzt nicht das jüngste Thema, und viele von den Sachen, die da immer wieder hochkommen, die kommen eben immer wieder hoch. Ne? Datenschutz behindert nur alle, und Datenschutz ist. Das, was jetzt viele Sachen unmöglich macht und so, sind alte Kamellen im Prinzip. Ne? Apropos Kamellen, die haben doch tatsächlich jetzt Karneval verboten dieses Jahr. Naja, gut, anderes Thema. Anderes Thema. Und haben wir was vergessen? Sicher haben wir was vergessen. Aber ist ja nicht so schlimm, weil wir haben es ja vergessen. Genau. Und danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Dann wahrscheinlich wieder über Datenschutz. Ja, oder auch nicht. Und bleibt gesund. Bleibt Mach's gesund gut. Und hört auch mal in Thekenschnack rein. Da hört er uns auch ab und zu. Ab und zu, genau. Jo. Also, Denne. Ciao. Dieses Angebot ist keine Rechtsberatung und vollständig subjektiv. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Gesetzgebung und fragen Ihren Datenschutzbeauftragten oder Rechtsanwalt.